Und weiter geht es bitte daran, die Mann. Oh, es ist schon wieder ein falsches Spiel. Siegt auf Mana. Schon das zweite Mal, dass Terranigma ins Spiel kommt. Gut, Schmacki, gut. Das sind professionelle Vorbereitungen. Oh, gut geskriptet. Oh, das ist noch Gegner. Oh, der Terranigma, herrlich. Terranigma auf Mana. Bewegst du dich gerade schon? Nee. Bei mir ist gerade, dass ich noch im Escape-Modus, hier im Emulator-Modus bin. Ich helfe. Ja, geil, das Spiel ist abgestürzt. Geil. Kurzen Cut, Leute. Bis gleich. So, nach einigen technischen Problemen und einem falschen Save State sind wir jetzt wieder zurück im Spiel. Also wieder bei Terranigma? Nein, bei Secret of Mana. Ich dachte, so. Das ist Illusion of Time hier. Ja, und hier befinden sich starke Gegner. Die uns erstmal ordentlich Schaden rausklüpfen können. Die aber recht simpel zu besiegen sind. Vor allem das. Oh, Glückwunsch! Das Witzige ist aber, dass sie in, auch eine witzige Animation haben, wenn sie angegriffen werden. Hoffen, dass keine Fallen drin sind. Schon ja mehr. Au! Die haben wir leider weg. Der gehört mir. So. Hier mal ordentlich Erfahrungspunkte, die Dinger. Mich gerade, kann man beim Speichern? Der bin ich, glaube ich, ne? Ja. Wir treffen uns an den seltsamsten Plätzen. Was meinst du? Ich kann sogar euren Spielstand speichern. Ja, wunderbar. Speichern, ne? Ja. Aber so hat schon. Ich kann dann mal einmal kurz gucken, was der ja auch hat. Ja. Interessante Ding auf jeden Fall. Armband haben wir glaube ich schon. Und das Cap, die Puschelmütze. Ist für was anderes, glaube ich. Ja. Das Ding habe ich schon, das hast du. Das kostet 900. WTF. Das brauchen wir später auf jeden Fall. Alles? Ja, genau, 1000 Kiel. Aber die brauchen wir noch nicht. Noch nicht? Schokolade! Die Walnüsse haben wir noch nicht, aber Heilung können wir brauchen. Schokolade, Honig und so weiter. Ich glaube auch die Schokolade, der Honig hier ist später effektiver. Heilt aber auch ziemlich viel. Aber ist eben ziemlich teuer. Aber dafür war es wert. Ja. Kann ich leider nicht so ohne weiteres durch. Hoffentlich war das jetzt richtig. Ja.
Und wir müssen, glaube ich, auch bald wieder zurück, denn ohne weiteres kommen wir hier nicht weiter. Denn nicht nur die Peitsche fehlt, um so weiter zu kommen. Denn... Putsch. Ja gut, klären wir uns erstmal. Die ist tot. Ohne bestimmte Waffe kommen wir hier nicht hindurch. Brauchen wir eine Axt. Im Zwergendorf, beim Elfenteich, soll es einen Schmied geben. Vielleicht hat er neue Waffen für uns. Wir sollten ihn einmal besuchen. Na, guten Morgen, da waren wir nämlich schon, Madame. Kommst du heran? Nö, aber er bei mir gerade. Ja, lass vorbei. Autsch. Warte. Ha! Oh, du kleiner Pinscher, du kommst jetzt auf meine... Komm her, Freundchen! Dich lasse ich nicht ohne weiteres da durchgehen. Kommst du hier, du Feigling? Na, lock ihn mal da ran. Na, obwohl es geht auch. So. Sorry, aber das lasse ich nicht auf mir sitzen, dass so ein kleiner Pinscher mich angreift. Tja, glaubt ja wohl, der hält sich für was Besseres, ey. Ich glaube zwar, dass der Weg in der Sackgasse enden wird, aber zumindest kriegen wir so ein bisschen Erfahrungspunkte. Lass mich raten, Sackgasse? Ja. Oder... Na, wir können zumindest da auf den Schalter mal gehen. Auf jeden Fall brauchen wir eine Axt, wie gesagt. Und das sind die Gegner, wo der Ziax so eine Angst hat irgendwie, vor diesen komischen Glubschköpfen. Warum auch immer. Ich finde die gar nicht so extrem. Ja, das ist zwar der Weg da oben frei, aber... Ohne die Axt kommen wir an den Pilzen nicht durch. Das heißt, wir sind hier leider ein bisschen zu früh. Egal, die kriegen immerhin ein bisschen Erfahrungspunkte. Komm her. Das ist das Jute an der Sache. Das könnt ihr brauchen. Hat das doch wohl jetzt nicht gerade vorgehabt, mir einen Pfeil in den Arsch zu haben, ne? Komm mal her, du da oben mit. Hier habe ich auch noch eine Rechnung offen. Fiat. LOL. Das nennt sich Teamwork. Konfus. Oh, da ist die Kiste. Aber leider kommt er nicht ran. Woher? Oh, Polterknopf. Nee, dafür müsst du oben stehen, da kommst du so nicht ran. Die Kiste ist unreachable. So ein Scheiß. Ich hatte ja fast schon gedacht, dass der Heddy jetzt wieder irgendwas sagen will, aber... Er hat sich's verknüpft. Ja, wissen wir. Hat Force nicht alles wahr ist. Au! In den Arsch, du Pferd. Ach ja, der Ballon jetzt. I can't move. Mit dem Ballon. Und ja, wir sollten diese Dinger nicht berühren. Jetzt hat der Forster Ballonkette erwischt. Ah.
Normal erreicht. Logisch hält uns das doch. Ich glaube, Wolf und Seraph sind ja auch gestorben in den Wäldchen. Komm mal her, du kleine Ratte! Scheiße, das war die falsche Richtung. Das war der Gnadenstoß. Ja. Forst hatte Gegner gestunt. Und gepferd. Mit seinem Hyperskill. Das war nice. Ich frage mich, warum die Vampirtulpen heißen. Was? So vampirisch sind die ja nicht auszutulpen. Das sind der Venusfliegen. Stoß wieder. Und der Gunpflanzen hätte die diese anders aus. Bekannpflanzen? Bekannpflanzen. Mhm. Das sagt Senior. Das sagt Senior. Das ist auch ein Freispiel. Fleischfressende Pflanze. Das ist eine Pflanze für den Heli. Wir gehen auf den Brück. Oh ja. Mann, immer wenn ich den wenn ich angreifen will, bist du schon immer am Gegner, der Kiosk. Der Forst ist so lahm. Hättest du wohl gern Gegner? Ist nicht. Alles davon bringt, der uns erwischt worden. Mehr oder weniger, ja. Huts. Bam. Bam. Nice. Auch geil. Sie sagt, ah, oh, wir müssen in der Hexenwäldchen. Wir müssen die Hagen finden. Dann plötzlich morgen müssen wir melden gleich zurück. Ja, genau. Ziehen einfach mal gar nichts ab. Wer? Ganz gemächlich die Musik im Background dazu. Nicht die Musik. Falsche Musik, falsche Spielhelden. So ist es. Ja, du hast mir ja immer gesagt, Terranigma. Hallo und herzlich willkommen zu weiteren Part von Terranigma. Und das zweimal in Folge. Das ist der Karma von der Hey. Bitte. Das ist der Teamwork. Ah, mach du die Tore, ich kümmere mich um das Beste hier. Fuck. Oh. Das ist das Beresige an den Kisten. Manchmal sind gut und manchmal schlecht. Das sind die Mimics hier.
Wir haben Fledermäuse als Gegner. Flottermaus. Man schnarchen im Background hört von den Goblins. Das sind noch die richtigen Force-Dinger. Da wird noch geschnarcht. Ah, den Schleim sollte man schnell erledigen. Die Kiste wollte schon weglaufen. Oh, Zeitbombe. Autsch. Das hat wehgetan. Da ist er davor. Da war er am Video bearbeiten. Der musste sein. Da liegt er in seinem Schiff. Du bist ja draußen faul. Nö. Ich renne da im Hintergrund alle unten rein. Ich bin. Was? Seh's doch mal mit Humor. Guck mal, kriegst du ein Level up. Klingt wie Wolfs PC. Lass mal schön die Finger von Schmack, ist das klar? Das Mühlenwerk. Ist die österreichische Liga. Kernkraftreaktor. Das ist immer der Handy, wenn er sich langweilt. Siehe. Besser der Handy, wenn er sich langweilt, als du vorst beim Video war. Also am Klotz. Bitte Schnarchblase danach. Dann drück ich mal auf den Knopf. Beste Knopf ever. Irgendwas haben wir auf jeden Fall aktiviert. Ja. Das Wasser ist abgeflossen. Aber Stöpsel. Ich zieh da mal den Stöpsel. Den Stöpsel. Den Stöpsel! Junge. Kannst du mal hochkommen? Wow. Eine Force oder eine Shortcut entdeckt. Das ist professionelles Fersen. Oh ja. Alter, wir, ohne Scheiß, wir machen uns echt gut gerade. Ja, wir kommen gut voran. Autsch. Das Level hält sich noch ganz gut. Deswegen habe ich es ja gesagt immer. Ja, ihr müsst trainieren zwischendurch. Sonst kommt er da nie weiter. Aber ich glaube, die sind schon ein Stück weiter. Jetzt sind mit wir Ach und Krach. Ah, da ist was Schönes drin. Etwas, das wir brauchen. Ein Skill Orb.
Das Wundertau. Ja, dieses Tau ist sozusagen das Fluchtseil. Kann man sagen. Okay. Wenn man von Pokémon mal ausgeht. Wollte schon gerade sagen. Der Heimkehrknochen aus der Achsel. Im Prinzip ist der Schleim ganz gut, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Mhm. Wenn man wieder teilt. Wann immer der dich angreift, wieder der dich abgeblockt ist. Scheiß sicher. Also geht doch. Und tschüss, Schleim. Das war ein nice Schlag. Das gute Flottermaus. Die Flotter. Die Flotter, sagt er. Natürlich. Ah, ihr wisst, das Spiel gerade trollt oder was? Das war sauber. Ja. Ah, ja. Ich sehe gerade, ich sollte mich langsam mal heilen. Das sind noch die guten RPGs von damals. Secret of Mana, Alundra, Grandia. Terranigma. Ja, und Aldi hat Force noch nicht gespielt. Das finde ich witzig mit den Truhen manchmal. Terranigma habe ich schon mal gespielt, Teddy, das kannst du nicht sagen. Ja, LP hier. Ja, gut. Nicht hier der Hyper-Bubis da? Junge. Oldschool hier bei The Force. Ich spiele das, worauf ich Bock habe. Ja, das sieht man, worauf du Bock hast. Junge, hat er jetzt nicht gesagt. Force brauchte Schmankerl. Ja, das hätte ich vielleicht sonst nicht mehr überlebt. Genau im Angriff. Der stirbt auch kacke da, der Schleim. So, aber das war nice. Geht's nicht rum. Ah, es ist nicht mehr weit. Epische Animation. Ja. Die Musik alleine.
Ja. Willkommen bei den Zwerge. Und die werden wir im nächsten Part näher forschen. Bis dann. Warte, ich schiebe noch ein bisschen. Hier bei Terranigma. Komm, lass dich mal eine Runde schieben. Ich hab mal Spaß. Tschüss. Tschüss.